Tomatensuppe ist total lecker und super schnell gemacht, egal ob als Vor- oder als Hauptspeise. Ich zeige euch heute, wie ihr eure Tomatensuppe total einfach pimpen könnt. Und das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Als erstes lasse ich die Kichererbsen abtropfen und dann schneide ich den Knoblauch klein. Jetzt hacke ich die Cashewkerne grob und die benutze ich später als knusprige Einlage. Die Kichererbsen brate ich jetzt in etwas Olivenöl an und würze sie dann mit Salz und Paprikapulver. Wer es schärfer mag, kann natürlich auch noch mit ein bisschen Chili-Pulver würzen. Wie mögt ihr denn eure Tomatensuppe eigentlich am liebsten? Eher klassisch oder mit einer besonderen Zutat? Schreibt mir das doch mal gerne unten in die Kommentare. Im selben Topf dünste ich jetzt den Knoblauch und ein bisschen Olivenöl an und gebe dann die passierten Tomaten, die Haferflocken und den Orangensaft dazu. Ich schmecke die Suppe jetzt noch mit Salz und Pfeffer ab und lasse sie dann noch mal aufkochen. Und wer es süßer mag, kann auch gerne noch Agavendicksaft dazugeben. In der Zwischenzeit röste ich die Cashewkerne jetzt noch an. In einer Tomatensuppe darf natürlich Basilikum nicht fehlen. Oh, das riecht richtig lecker. Und schon ist die etwas andere Tomatensuppe fertig. Ich hoffe, ich habe euch Lust aufs Nachkochen gemacht. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Viel Spaß beim Nachkochen!